3 Minuten läuft die Aktion Bittmann an. Ich wiederhole noch 3 Minuten. Ich rufe Einsatzgruppe Ottostraße. Sind Sie bereit? Ja, hier, Rick. Einsatzgruppe Ottostraße bereit. Verstanden. Achtung, Gruppe Buchenweg. Sind Sie einsatzbereit? Gruppe Buchenweg. Gruppe Buchenweg, melden Sie sich. Hier, Wolfhard. Na endlich. Gruppe Buchenweg, sind Sie bereit? Gruppe Buchenweg bereit. Wir können. Richtig, verstanden. Achtung, Gruppe Ottostraße. Einsatz starten. Verstanden. Aktion Bittmann läuft. Wo ist Herr Bittmann? In seinem Büro. Ja. Herr Schulz. Kommen Sie. Alles durchsuchen, alles mitnehmen. Naja. Morgen, Herr Bittmann. Herr Bittmann, ich bin Kriminalkommissar Rick. Sie stehen unter dem Verdacht des Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz. Wir müssen alle Ihre geschäftlichen Unterlagen beschlagnahmen. Hier ist der Durchsuchungsbefehl. Dann fangen Sie doch gleich damit an. Jetzt wollen wir schon. Suchen Sie. Suchen Sie doch, Sie Schnüffler. Mein Assistent ist ein wenig ungehoben. Ich bitte Sie um Verzeihung. Darf ich hier mal durch? Es gibt kein gutes Personal mehr heutzutage. Aber Sie kennen das Problem von Ihren Leuten natürlich auch, nicht? Den Anwalt kann sich später anrufen. Hände weg! Fassen Sie mich ja nicht nochmal an. Ja, da ist der Fehler. Aber lass mal, wir brauchen keinen Anwalt. Wir haben von der Polizei, tun nur Ihre Polizei vorbei. Sie tragen Waschkörbe herum, jeder macht, was er kann. Ne? Würden Sie uns jetzt bitte in Ihre Wohnung begleiten? Aber natürlich gern, einen kleinen Sherry gefällig. Nicht um 6 Uhr morgens. Na, ein andermal. Darf ich vorgehen? Ja, bitte. Einen sehr interessanten Beruf haben Sie da. Jeden Tag neue Papiere, neue Tapeten, neue Wohnzimmer. Und das am frühen Morgen. Welch eine Abwechslung. Ja, ja, die Ganoven bleiben immer die gleich. Vermischen Sie viel? Oder sagt er bei Ihnen? Gehen Sie weg! Gehen Sie weg! Gehen Sie weg! Ich will mit meinem Anwalt telefonieren! Hauen Sie ab! Der schläft doch noch. Es ist viel zu früh jetzt. Was soll denn das? Glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Sie Scheißbulle! Haben Sie gehört, was der zu mir gesagt hat? Sie haben kein Recht, hier einzudringen. Haben Sie einen Hausdurchsuchungsbefehl? Ja, den zeige ich Ihnen gleich. Wo bleibt das Zeug? Ich kann nicht mehr lange warten. Das Geschäft ist verschoben. Verschoben? Wieso auf einmal? Weiß ich auch nicht. Bittmann hat Kypriotakis getroffen. Auf der Rennbahn. Da läuft was an. Versuchen Sie nicht, mich reinzulegen. Wozu? Ich will doch selbst, dass die Sache möglichst schnell erledigt wird. Linda ist bereits misstrauisch geworden. Tut mir leid. Es muss ja schließlich echt aussehen. Claudia! Also, wir müssen alle Ihre Unterlagen beschlagnahmen. Ach ja, Herr Bittmann, machen Sie hier bitte die Schreibtische auf. Was denn, meine Privatkorrespondenz alles, auch? Alles. Hören Sie, ich schreibe keine Liebesbriefe. Sie werden sich nur langweilen. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, Herr Bittmann, wenn Sie uns mit Ihrem Geschwätz verschonen. Ich bin hier zu Hause. Hey, was wollen Sie da? Das ist mein Schlafzimmer. Verzeihung. Langsam gehen Sie mir ein wenig auf die Nerven. Sie wissen doch, dass Sie bei mir nichts finden. Machen Sie nun den Schreibtisch auf, oder nicht? Wer ist denn das? Ein Niemand. Ein kleiner, schlecht bezahlter Schnüffler mit Pensionsanspruch. Mit dem schlecht bezahlt hat er recht. Nein, kann ich noch nicht sagen. Sind wir dabei? Ja, selbstverständlich bleiben wir dran. Ja. Staatsanwalt Dr. Bertrich. Kann er schließlich nicht zaubern. Also, wie haben Sie das gemeint? Was ist denn aufgefallen? Ach, der Bittmann war mir viel zu cool. Ich glaube, der ist gewarnt worden. Das ist ja nicht das erste Mal, dass wir mit leeren Händen dastehen. Das wird sich zeigen. Und wie lief es bei Bittmanns Vermögensverwaltung ab? Hat die ganze Schwierigkeiten gemacht? Ach, kaum. Wir haben alle Papierschnitzel eingesammelt, wo was drauf stand, haben unsere Experten was zu tun. Sie meinen also wirklich, er ist gewarnt worden? Von wem gewarnt? Wenn ich das wüsste. Wir machen uns ja mittlerweile schon lächerlich. Egal, wo wir bei Bittmann ansetzen, wir greifen ins Leere. Zum Beispiel vor 4 Wochen die Geschichte mit dem Iraner. Ein handfester Zeuge gegen Bittmann. Aber in dem Augenblick, wo wir uns mit dem Mann unterhalten wollen, ist er wie vom Erdboden verschluckt. Worauf wollen Sie hinaus? Glauben Sie, dass Bittmann einen Maulwurf bei uns in der Behörde hat? Wundern würde mich das nicht. Er hat doch überall seine Freunde sitzen. Wie war das damals mit dem Baulandskandal? 3 hochkarätige Politiker müssen ihren Hut nehmen und Herr Bittmann macht dann das große Geschäft. Das ist doch ganz was anderes. Ja, wieso denn? Wenn man einen Politiker kaufen kann, dann kann man erst recht einen Polizeibeamten kaufen. Bei unseren Gehältern würde mich das nicht wundern. Haben Sie einen konkreten Verdacht? Nee, leider nicht.
Na, dann sollten wir die Sache doch lieber vergessen. Wir haben unsere Arbeit getan. Jetzt kommt es auf die Experten an. Am Ende kommt ein lächerliches Verfahren wegen Steuerhinterziehung raus. Wäre auch nicht das Schlechteste. Was den Maulwurf betrifft, da habe ich einen ganz konkreten Verdacht. Frank Wolfhardt. Ich sage Ihnen das ganz ehrlich, gerade weil Sie mit ihm befreundet sind. Das ist Unsinn. Ich meine, Frank macht eine ganze Menge, was ich nicht unterschreiben würde. Aber dass er sich bestechen lässt, absurd. Aber dass der über seine Verhältnisse lebt, das müssen Sie doch am besten wissen. Ja, der eine gibt sein Geld für teure Klamotten aus, der andere für dicke Autos. Wo ist das Problem? Hören Sie mal. Der Wolfhardt hat sich mehrmals mit Bittmanns Finanzgenie, diesem Hajo Jansen, getroffen. Und dabei ist er beobachtet worden. Ich treffe mich auch so oft mit Leuten, die nicht ganz koscher sind. Ja, aber von dem Treffen steht kein Wort in seinen Berichten. Wenn Sie wissen, was in meinen Berichten alles nicht drin steht. Ja, ich weiß, aber bei Ihnen lese ich immer zwischen den Zeilen. Also behalten Sie den Wolfhardt im Auge. Sie glauben doch nicht in Ernst, dass ich einen Freund nachspioniere. Wer redet denn von nachspionieren? Augen offen halten, habe ich gesagt. Mehr nicht. Sag mal, Frank, wie schaffst du das eigentlich alles bei uns am Gehalt? Wie meinst du denn das, ne? Naja, das Haus, dein Wagen, das Nobelspielzeug für Tobias. Schatzschlicks hier für uns alle. Auch. Ja? Ja, da muss man sich einen ordentlichen Nebenverdienst zulegen. Wie soll der aussehen? Ja, was wir als Polizisten eben so für Möglichkeiten haben. Sag mal, das ist doch nicht dein Ernst. Nee, aber deiner offensichtlich. Warum fragst du mich nicht offen und klar, für wie viel Geld ich mich kaufen lasse, ha? Ich habe überhaupt nichts gesagt. Aha. Aber du weißt, in der Firma wird geredet. Über jeden, auch über mich. So, wird also über mich geredet, da. Ja. Du hast dich mehrmals mit Jansen getroffen, aber es steht nie was davon in deinen Berichten. Wer sagt das? Rick. Aha, hab ich mir gedacht, okay, was im Weg geht hier jetzt los, weißt du? Ich arbeite an dem Fall Bittmann, aber auf meine Weise. Wie weit seid ihr eigentlich? Och, Viertelstunde ungefähr. Und wie soll die im Einzelnen aussehen, deine Weise? Tja, auf jeden Fall anders als deine Weise, ne? Wie redest du eigentlich mit mir? Wir sind in derselben Abteilung, am selben Fall. Aber wir sind nicht miteinander verheiratet. Ich bin dir keine Erklärung schuldig. Also, hier willst du dein Steak, ne? Steck dir dein Steak sonst wohin. Wir sind befreundet, wir sind Kollegen. Aber ich arbeite alleine, das weißt du doch. Aber deswegen kannst du mir doch eine Frage beantworten. Mensch. So. Also, was soll die Geheimnistour rein? Wir haben eine undichte Stelle. Ach, Mann. Ja. Das weiß ich auch. Ja. Frank, du verdächtigst doch nicht etwa... Tja. Hör mal zu, ich schmeiß deinen ganzen scheiß Grill hier um, du! Ich verdächtige jeden. Tust du doch auch. Du hast auch gefragt, wo ich das Geld für die ganzen Sachen hierher habe, oder? Also, sind wir quitt? Du machst deine Sachen, ich mach meine. Alles klar? Und jetzt ist Freizeit. Es wird gegessen. Alles klar? Ich weiß nicht. Also wir haben alles schon Knall. Rick verdächtigt dich, du verdächtigst mich. Ich soll Rick verdächtigen. Wir werden alle mich schuggeln. Ich brauche erstmal einen Schnaps. Für dich auch? Ja, ja, bitte. Frank! Ja? Du hattest doch immer so einen herrlichen Selbstgebrannten. In der Küche. Ach, bitte, kannst du mal hingehen? Hier bei Wolfhardt. Hallo? Hallo? Hallo. Aufgelegt. Penner. Die habe ich besonders gern. Zu dumm zum Wählen und dann sich nicht mehr entschuldigen können. Ich bin halt nicht anholen. Wieso? Wir haben doch Probleme. Haben Sie eben angerufen? Ja, das war ein bisschen schwierig, aber jetzt können wir sprechen. Haben Sie das Material? Ja, Sie kriegen es. Morgen. In Genua. Nehmen Sie sich ein Zimmer im Hotel Stella. Sie hören dann von mir. Ciao. Verdammt nochmal, was soll das denn jetzt schon wieder? Ich komme gleich raus. Sorgt dafür, dass er Jansen nicht trifft. Der wird keinen mehr treffen. Lass diese Sprüche! Du sollst ihn aufhalten, nicht umbringen. Haben wir uns verstanden? Schon gut, schon gut. Dann fängst du Claudia auf dem Flughafen ab und bringst sie hier. Und keine unnötigen Härten, wenn ich bitten darf. Ach ja, das Band geht noch weiter. Sehr interessant. Hallo, was machst denn du hier? Warum hast du nicht vorher angerufen? Ich habe leider keine Zeit, muss gleich weg. Hajo, hast du mir nichts zu sagen? Mit Genua ist alles klar. 10 Millionen Dollar, der Rest in Aktien der Nationalversicherung. Nein. Hajo, ich habe dich doch immer wie meinen eigenen Sohn behandelt, nicht? Was hast du denn? Du miese Ratte, du!
Alles, was du bist du durch mich und dann spannst du mir mein Weib aus. Los. Sag was. Claudia braucht wahrscheinlich mehr als ein. Schick sofort einen Krankenwagen auf die B36. Höhe Kilometerschein 17,5. Schwerer Unfall mit Personenschaden. Linda hier. Ja, ich stehe hier im Flughafen. Hast du Claudia gefunden? Bis jetzt ist sie nicht aufgetaucht. Sie muss da sein. In 30 Minuten geht ihre Maschine. Überzeuge dich, ob sie eingeschickt wird. Eingecheckt hat sie auch nicht. Klar habe ich nachgefragt. Sagen Sie, haben Sie Jansen die Papiere abgenommen? Die Papiere? Ich habe die Papiere vergessen. Ich hole sie. Bleib ruhig, Frank. Frank, nicht sprechen. Die Papiere von Jansen. Die Papiere. Welche Papiere? Was für Papiere, Frank? Dass Bittmann belastet wird, verstehst du? Ja, ist jetzt nicht so wichtig. Wir müssen uns beeilen, sonst haut er ab. Nicht, sei ruhig. Das haut er ab mit den Papieren. Das hat doch Zeit. Nein, es ist eilig. Okay. Ich geh nachher zu Jansen, okay? Das war die ganze Arbeit. Sei jetzt ruhig, Frank. Pass auf, der ist gefährlich. Guck nochmal, wie konnte das passieren? Die haben mich von der Straße runtergeknallt, die Schweine. Frank, die gucken nach. Fahr schneller! Sortenkurs im Freihandel. Los, steh schon auf. Stell dich nicht so an. Verkauf 89,5. Wo sind denn die Papiere? 100 Schweizer Franken. Lass das blödsinnige Theater und red schon. Ich hab dich was gefragt. Wo sind die Zollpapiere für Genua? Du machst das Geschäft nämlich nicht mehr. Hallo. Amtlicher Devisenkurs. Wie geht's ihm? Na, endlich. Ein großes Glück gehabt. Hat eine riesige Platzwunde. Ein Schleudertrauma. Ein paar Tage zur Beobachtung hierbleiben müssen. Tut mir ja wahnsinnig leid für ihn, aber so wie der in mein Auto fährt, muss das ja mal so kommen. Verkehrsregeln sind nämlich im Allgemeinen dazu da, dass man sie beachtet. Hey Max, das handeln Sie nicht darum, um die Einhaltung von Verkehrsregeln. Jemand hat ihn von der Straße gepfeffert. Wie bitte? Ich muss zu Jansen. Das kann gefährlich werden. Ich wollte es nicht alleine machen. Also, Faber, es macht mir nicht, dass du mir einen freien Tag verdirbst. Es macht mir auch nicht, dass du mich vom Platz holen lässt, wenn ich Matchball habe. Es macht mir auch überhaupt nicht, dass ich in kurzen Hosen eine Verbrecherjagd gehen soll. Ich stelle dir aber gut. Komm, jetzt sag mir endlich, was los ist. Jansen hat Belastungsmaterial gegen Bittmann. Und wenn das stimmt, dann ist es diesmal unser Spiel. Komm, Max. Hören Sie, was wollen Sie eigentlich hier? Ich folge dem Lauf der Gerechtigkeit. Sie läuft dann immer davon. Und jetzt suche ich Hajo Jansen. Der ist verreist. Wollen Sie mich verarschen? Wieso? Sie haben doch gerade nach ihm gerufen. Sie sehen doch, der Kleiderschrank ist leer. Er hat Ihnen nicht gesagt, wo er hin ist. Nein. Aber vielleicht schickt er Ihnen ja eine Ansichtskarte. Dann wissen Sie, wo er ist. Und wo soll es bei Ihnen hingehen? Genua, wunderschöne Stadt. Meine Freundin wollte da immer schon mal hin. Haben Sie eigentlich einen Durchsuchungsbefehl? Lassen wir das Versteck spielen. Ich arbeite mit Frank Wolfhard zusammen. Sie können offen mit mir reden. Das ist das Letzte, was ich tun würde. Wie kann denn das passieren? Oder können die Patienten hier einfach ein- und ausgehen, wie sie wollen? Schrei doch nicht rum. Wo ist Herr Wolfhard denn hingegangen? Ich weiß es auch nicht. Er ist aufgestanden, weil er einen Anruf bekam. Herr Gott, nochmal, das war doch ich! Und danach war er weg. Hat er nicht gesagt, wohin er wollte? Wie oft will ich das noch fragen? Ach! Los, komm! Der ist nicht immer so. Los, wo bleibst du denn? Wo kommst du denn her? Ist nicht so schlimm, Mann. Oh Gott. Sieht nur so schrecklich aus. Ach so, bespitzelt ihr mich jetzt schon zu zweit hier? Allein kann man dich gar nicht fahren lassen. Fliegst ja doch nur in den Graben. Hör mal zu. Mich wirst du nicht wieder los. Ich will wissen, was du vorhast. Ich muss verreisen, weißt du? Verreisen? In dem Zustand? Beruhig dich doch mal. Faber, es geht um alles, weißt du? Wenn du Lust hast, mitzufahren, bitte. Aber immer. Ja? Na wunderbar, fahren wir zu zweit. Es kann ein paar Tage dauern, das hilft nicht. Das ist doch Wahnsinn. Du kennst doch Soll ich einen Dienstreiseantrag für uns stellen? Wieso für uns? Ich fahre allein. Ach so? Herr Wolfhard, wohin soll denn die Reise gehen? Ja, da gibt's riesige Schilder, da steht's dann drauf. Dann weiß er genau, wo er ist. Ich packe ein paar Sachen, ne? Frank! Ist so viel Geheimnistuerei auf einmal, findest du nicht? Rick muss davon nichts erfahren. Und was sage ich ihm, wo du bist? Du weißt von nichts. Ja, schön wär's. Hier will ich noch mal sagen, wo ich in meiner Freizeit hingehe. Mensch, Telefon! Sag mal, wie ist das Hotel? Stella, ich glaube, da müssen wir da vorne hin. Mein lieber Mann, das war vielleicht ein Eiertanz.
als wenn du ohne die... Wenn du ohne Italienisch durch keine Schwesterblätten tauchen willst. Ja, Moment. Wolfgang? Hey, Kollege. Ja, ich komme. Ist Dario bei Ihnen? Nein, der war noch nicht hier. Hey, Moment. Leg nicht auf. Ich habe eine wichtige Nachricht für dich. Können wir uns sehen? In 20 Minuten an der Zahnradbahn. In deinem Hotel wäre mir lieber gewesen. Wo bist du überhaupt? Wir müssen los. Stopp! Ich will erst deine Tabletten. So, hier, dafür bin ich gelaufen. Ja, danke. Zum Nachspüren und nicht den Kopf so heftig bewegen, okay? So, alles klar. Wer war das, Jan? Claudia, komm mit. Was soll der denn hier? Sie wollten nur alleine kommen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass wir zusammenarbeiten. Hat Hajo inzwischen von sich hören lassen? Nein, Sie wollten eine Nachricht bringen. Hat er überhaupt das Material? Ja, ich glaube schon. Ach, ich weiß doch überhaupt nicht, ob er da ist. Was ist hier überhaupt los? Ja, wollt ihr mich einladen oder was ist hier? Was? Ich weiß nicht, was du dich da eingelassen hast, aber irgendwas stimmt hier nicht. Habe ich auch das Gefühl. Warum treffen wir uns überhaupt hier und nicht im Hotel? Warum denn nicht hier? Ist das sehr schön, oder? Hajo ist ein Fuchs. Weißt du, was ich glaube? Er hat dir das Material übergeben. Nein, das hat er nicht. Ich riech das, wenn jemand lügt. Und du lügst im Moment. Ach, lass mich doch in Ruhe. Ich schlag dir ein Geschäft vor. Wir machen einen kleinen Tauschhandel im Hotel. Videos gegen Material. Einverstanden? Sie befinden sich in großer Gefahr. Für euer Geschäft ist es sowieso zu spät. Es geht nur noch darum, Bittmann fertig zu machen, bevor er dich und Hajo kalt macht. Wir wollten mir nur Angst machen. Nein, wir wollen Ihnen helfen. Ich brauche eure Hilfe nicht. Warum haben Sie mir nicht gesagt, dass Sie sich hier mit Ihnen gehen und mit Ihnen treffen wollten? Warum soll ich gerade Ihnen das sagen? Ich hab's. Das wird Bittmann den Hals brechen. Hat sich gelohnt. So, komm mit, wir hauen ab. Claudia, und du, mach's gut. Kommen Sie mit. Packen Sie Ihre Sachen, fahren Sie mit uns. Nein, ich warte, bis Hajo kommt. Okay. Wie Sie wollen. Geht alle weg! Haut ab! Wissen Sie, wo Frau Tancredi jetzt ist? Na, wie soll ich denn? Als ich sie zuletzt verlassen habe, war sie in ihrem Hotel. Dann die Augen. Ich sollte es auch lieber lassen. Was war in dem Koffer? Papiere. Was für Papiere? Beweismaterial. Für Bittmanns Waffengeschäft. Das habe ich Ihnen schon alles mehrfach gesagt. Jetzt sage ich Ihnen noch etwas. Es ist mir scheißegal. Meinetwegen kann er der ganze Nase an den Iran verdienen. Mein Freund ist tot, er ist ermordet. Und wenn euer verfluchtes Genua heute abbrennen sollte, ist mir das auch recht. Verstanden? Capito? Ha? Sie dürfen Genua nicht verlassen. Was ist? Wollen Sie den Rest Ihres Lebens auf dem Bett verbringen und an die Decke glotzen? Und wie nutzt das? Verstehe Sie, ja. Verstehe Sie wirklich. Aber das Leben geht weiter. Das ist ein blöder Satz. Ich weiß. Entschuldigung. Ich hör auf. Jetzt hören Sie mir mal gut zu. Ihnen ist ja gar nichts passiert. Dem Wolfhard ist was passiert. Der ist tot. Von Ihrer Flennerei hat er gar nichts. Ich bin schuldig. Ich habe ihm reingefuscht in seinen Job. Fühlen Sie sich ruhig schuldig, wenn es Ihnen Spaß macht. Und? Was wollen Sie hier machen? Ihr schlechtes Gewissen hier ablegen, oder was? Aber schlagen Sie vor. Soll ich einfach so weitermachen wie bisher, weiterhin da solche Leute wie Bittmann her sein? Und wenn ich einen am Arsch habe, dann schütteln die Kaltlecken ein paar Hunderttausende aus dem Ärmel als Kaution. Und wenn es gar nicht anders geht, dann wird ein Killer engagiert. Sie haben recht. Aber habe ich Ihnen schon mal gesagt, dass Sie mein bester Mann sind? Habe ich Ihnen das schon mal gesagt? Brandt war mein Freund. Ja, dann tun Sie was für ihn. Machen Sie seinen Job zu Ende. Kümmern Sie sich um seine Kinder und seine Frau. Sie haben Gemüt wie ein Fleischerhund. Ich warte unten auf Sie, ja? Wir sind alle froh, dass du am Leben bist. Sag mal, wie hat es eine geschafft, dass du die Theorie mit ihm weglassen? Rick hatte mal eine gute Idee. Der ist mit 3 Flaschen Grappa aufs Revier. Und als er zurückkam, war alles Paletti. Siehst du die 5 Männer da unten? Wenn ich jetzt nicht bald den Wagen wegfahre, dann sind die im Stand und nehmen ihn auseinander.
Dann wollen wir mal. Wo sind diese dämlichen Formulare? Welche Formulare? Frag nicht so scheinheilig. Du weißt genau, was los ist. Zwangsurlaub. Also das ist wieder mal typisch für die Firma, verstehst du? Aber als ich letzte Woche nach Holland wollte für die billigen Tulpenzwiebeln, da habe ich keinen Urlaub gekriegt. Wer hat eigentlich Anja Bescheid gesagt? Das ist ganz blöd gelaufen. Wir hätten es ja gerne selber Scheibenkleister, wir hätten es ja gerne selber gesagt. Aber da ist uns ein voreiliger Trottel aus der Personalabteilung mir zuvor gekommen. Wenn du deine Ruhe haben willst, du kannst jederzeit in die Hütte von unserem Wanderverein. Das ist eine richtige Idylle. Hier hast du einen Urlaubsschein. Ja, Otto, hier. Willi, Hannes und Schorsch? Ja, Mensch, Benno, dann muss er ja so sicher wählen, aber am Schuss. Ja. Füll das bitte für mich aus, ich hab nur unterschrieben. Mach mir. Sag mal, wäre doch gar nicht schlecht, so 14 Tage in Bergen, oder? So, Vater. Jetzt sind wir 6 Mann vom alten Revier. Hör mal, wir helfen dir. Gut gemeint, Otto, vielen Dank. Ich werde diesen furchtbaren Gedanken nicht los, dass Frank vielleicht auch die undichte Stelle bei uns war. Wenn er sich zu weit mit diesen Schweinen eingelassen hätte. Immerhin wird das seinen aufwendigen Lebensstil erklären. Ob das glaubst oder nicht, aber das Geld hat er von mir. Ich habe geerbt. Ich konnte ihm nicht helfen. Ich weißt du, hast du keine Schuld. Warum hat dieser Idiot auch nichts gesagt? Der hat auch nie viel gequatscht, das weißt du doch. Bleibst du heute bei Anja? Ja, klar. Hast du eine Plastiktüte für mich? Ich möchte die Videos mitnehmen. Was hast du denn jetzt wieder vor? Ich muss ganz von vorne anfangen. Ich muss den Weg zurückgehen. Guten Tag. Bitte nehmen Sie Platz. Was wollen Sie von Frau Tancredi? Das sage ich ihr schon selber. Wo ist sie? In wessen Auftrag kommen Sie eigentlich, Herr Kommissar? Ist sie oben in Ihrer Wohnung? Sie haben noch eine Vorladung für Frau Tancredi. Nein. Dann muss ich Sie bitten zu gehen. Weil nicht, bevor ich mit ihr gesprochen habe. Das ist aus Friedensbruch, Herr Kommissar. Meinetwegen. Es wäre besser, wenn Sie gehen. Ich krieg Sie, Bittmann. Sie sind für den Tod von Wolfhard verantwortlich. Ihre Leute haben ihn umgebracht. Ich werde es beweisen. Und wenn ich Ihnen die Beweise aus den Knochen schneide, ich krieg Sie. Soll das eine Kriegserklärung sein? Ja. Ja, ich bin's, Max. Ich glaube, ich werde verfolgt. Stehen so komische Leute bei mir vor dem Haus. Ich gebe dir die Nummer durch, ja? GCK 4031. Ja, ich bleib zu Hause. Danke. Susanne? So, ich desinfiziere das jetzt erstmal ein bisschen. Tut das auch nicht weh? Ich glaube, das kann man aushalten. Ich bin ganz vorsichtig. Halt mal still. Oh, hör auf. Soll ich lieber einen Arzt holen? Ja, nein, das geht schon. Okay. Und die haben dich fast umgebracht und du willst nicht mal, dass ich dir einen Arzt hole. Wenn die mich hätten umbringen wollen, dann hätten sie es getan. Ich bitte noch, wollt mir nur einen Denkzettel verpassen. Wenn so ein Denkzettel aussieht, dann würde ich mal sehen, wie du aussiehst, wenn die das mal ernst meinen. Wie Frank. Du hast ja recht, Susanne. Aber ich habe auch recht. Und wenn ich jetzt aufgebe, dann behalten die recht, hm? Ach, recht, recht, recht. Dämlicher Dickschädel. Aua. Aua, aua. Ich hab dich ja noch gar nicht geküsst. Ach so. Oh. Ich bin's. Ja, ich. Das interessiert mich nicht. Für Ihren Feierabend bezahle ich Sie nicht. Unschädlich machen, in flagranti. Weil er ein genauso geldgieriger Bulle ist wie Sie. Verstanden? Claudia, was ist los? War jemand hier? Was ist passiert? War jemand in der Wohnung? Red doch! Was habe ich hier? Was gibt's denn so dringend, dass ich mich unbedingt aus dem Bett holen muss? Bittmann hat Claudia Tancredi mit Drogen lahmgelegt. Frag mich nicht, welche. Woher weißt du das? Ich war da, ich habe mit dir gesprochen. Max. Bis hier oben, bis zum Stehkragen, voll mit Drogen. Kein vernünftiger Satz ist aus dir rauszukriegen. Ich hol mir erstmal einen Kaffee. Ja, gut, dann. Wie bist du da überhaupt reingekommen? Eingebrochen? Du riskierst vielleicht. Was genügt dir wohl nicht, dass du dich zusammengeschlagen hast? Ich will Bittmann! Naja, das glaube ich. Zu Bittmann habe ich mir übrigens was überlegt. Ich habe mit Genua telefoniert. Max, ich will diese Claudia hier haben, hier bei uns im Aquarium.
Hör zu, du musst Rick dazu bringen, dass er sie zum Verhör vorführen lässt. Und wenn er dann sieht, was mit dir los ist, dann muss er sie in ein Krankenhaus einweisen und dann sind wir am Zug. Die Dame muss das wissen, die lebt Tag und Nacht mit ihm zusammen, die muss was wissen. Die wird sich auch wundern, was aus Jansen geworden ist. Wenn du mich fragst, Bittmann hat ihn aus dem Weg geräumt. Genauso wie er Wolfert auf dem Gewissen hat. Und dafür nagel ich ihn. Ich weiß, Herr Bittmann, Sie haben sehr gute Verbindungen, das weiß ich. Aber Sie können das nicht verhindern. Frau Tancredi wird uns jetzt begleiten, und zwar sofort. Herr Quinn, sagen Sie ihr bitte Bescheid. Frau Tancredi ist krank. Na? Sie ist vernehmungsunfähig, das sehen Sie. Ah ja? Naja, so krank sieht sie aber gar nicht aus. Aber wenn Sie drauf bestehen, dann lassen wir Sie amtsärztlich untersuchen. Aber erstmal kommt sie mit. Herr Rick, ich kann Sie nicht daran hindern. Aber das kriegen Sie um die Ohren. Ich verstehe ja, dass du einen Bittmann haben willst. Du bist Polizist. Frank war mein Freund. Ja, sicher, aber... Was aber? Damit schau dich doch mal an, hier! Pardon? Ja, Herr Roth, nein, ich bin ganz privat hier. Ich besuche nur einen Freund. Na schön. Ist der Rick schon eingetroffen? Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich möchte ihn sofort sprechen. Und Sie, Herr Faber, sind hoffentlich wirklich in Urlaub. Herr Bittmann, ich bin wieder da. Ja, ich werde das klären. Also, du bist zu Hajo gekommen in das Haus durch den Garten, richtig? Ja, Hajo hat gerade telefoniert. Mit wem? Das weiß ich nicht. Weiter. Ich hatte ein wahnsinnig schlechtes Gefühl. Ich hatte furchtbare Angst, dass der Plan schief geht. Ja, wenn man Bittmann um 10 Millionen bescheißt und ihm die Frau wegnehmen will, da kann man schon mal kalte Füße kriegen. Ist es möglich, dass Bittmann etwas über euer Verhältnis gewusst hat? Nein, das ist vollkommen unmöglich. Ja, so unmöglich ist es nicht. Wolf hat es auch gewusst. Und zurück zu dem Freitag. Jansen hat dir den Koffer mit den Papieren gegeben. Wieso? Weil der Wolfhard misstraute. Er wollte sein Geschäft abwickeln und dann wollten wir verschwinden. Wohin? Zuerst auf die Bahamas. Aber mit 10 Millionen Dollar scheint überall die Sonne. Und am Flughafen in der Abflughalle ist dann urplötzlich Linda aufgetaucht. Ja, genau. Wieso war der da? Woher hat Linda gewusst, dass du nach Genua fliegst? Das hat mich ja so erschrocken. Darum bin ich sofort zurückgefahren. Claudia, könnte es sein, dass Jansen und Linda gemeinsame Sache gemacht haben? Nein, das kann nicht sein. Die konnten sich ja nicht riechen. Hast du mit Jansen über euren Plan jemals am Telefon gesprochen? Telefon? Ja. Nein. Letzte Frage, Claudia. Woher hast du eigentlich gewusst, in welchem Hotel Wolfhard in Genua zu erreichen war? Als Hajo mir den Koffer gab, hat er mir auch gesagt, dass Wolfhard im Stella wohnen wird. Bittmann hat euch abgehört. Aber wenn er uns abgehört hat, ja, dann... Rick Tob, du bist suspendiert. Nach dir und Frau Tancredi läuft eine Fahndung. Im Prinzip müsste ich dich jetzt festnehmen. Ist nie der Name des Schiffes gefallen. Claudia, versuch dich zu erinnern. Aber hast du mir nicht zugehört? Weißt du überhaupt, was los ist? Dann nimm mich doch einfach fest! Was ist mit dir? Du wolltest an der Sache dranbleiben. Hast du nichts rausgekriegt? Ich hab schon gar keine Lust, dir das überhaupt noch zu sagen. Ich habe heute von der genuesischen Hafenbehörde eine Aufstellung sämtlicher da vor Anker liegenden Schiffe bekommen. Kypriotakis hat tatsächlich seit 3 Wochen deinen Frachter liegen. Danke, Max. Prima. Gute Arbeit. Entschuldige. Und Rick gegenüber brauchst du nicht besonders groß zu lügen. Du sagst einfach, als du den Bau entdeckt hast, da war der Fuchs schon weg. In den Süden. Macht's gut. Oh, schau, Bella. Ich muss schnell weg. Entschuldige. Und du hast geglaubt, dein Freund hat sich kaum... Nein, Quatsch. Ja, ich war misstrauisch, du. Du weißt ja, wie das ist in unserem Beruf, Nino. Eines Tages kommt dein Vorgesetzter zu dir und sagt, dein Freund ist wurmstickig. Zuerst lachst du ihn aus, aber dann mit der Zeit merkst du, dass der Angelhaken tief sitzt. Das Gift frisst. Du wirst den Gedanken nicht wieder los. Sein aufwendiger Lebensstil. Dann ist euer Gehalt wohl auch nicht besser als bei uns. Ich komm zurecht. Die paar Mal, die ich mit meiner Freundin zum Essen gehe, kann ich meine Rechnung im Lokal bezahlen. Meistens. Nino, es geht los. Che cosa? Sono arrivati i camion. Oh, stai auf, prendeli d'occhio. Non lasciateli scappare. Was ist denn mit Herrn Bittmann? Haben Sie ihn denn verhört? Ja, leider nur kurz. Die Italiener haben ihn dann sehr bald mit Beschlag belegt. Und? Hat er was gesagt? Wieso fragen Sie das mich? Ich meine, Sie sind ja der Leiter der Sonderkommission. Heute Morgen ist doch da ein Fernschreiben aus Genua gekommen, oder? Ja, natürlich. Und? Wie es aussieht, werden ihn die Italiener gegen Kaution entlassen müssen. Warum das denn?
Die Frachtpapiere scheinen keine Unregelmäßigkeiten aufzuweisen. Ist doch nicht zu fassen. Ist doch wirklich eine Sauerei. Der hat doch überall seine Freunde sitzen, sogar in Italien. Wir haben ja auch nichts Greifbares in der Hand. Wenn wir Jansens Leiche finden würden, dann wären wir einen Schritt weiter. Faber ist nämlich der Meinung, dass der Bittmann den Jansen aus dem Weg geräumt hat, aus Eifersucht. Ja, wie kommt er denn darauf? Ich habe bei meinen Recherchen in Wohlfahrts Wohnung interessantes Material gefunden. Ja, und wieso rücken Sie mit dem Material nicht raus? Hören Sie, Herr Roth, Sie wissen genauso gut wie ich, dass es im Fall Bittmann eine undichte Stelle gibt, und zwar hier im Präsidium. Und ein toter Polizist reicht. Danke. Ach, bedanken Sie sich nicht. Es ist meine Pflicht, meine Beamten zu schützen. Aber wenn Sie nochmal so eine Aktion starten, dann landen Sie in der Asservatenkammer. Und zwar bis zu Ihrer Pensionierung. Sagten Sie nicht irgendwas von, ich sei Ihr bester Mann? Ja, das ist ja die Tragödie. Mein bester Mann ist ein Wahnsinniger. Trotzdem, danke. Ja, bitte. Täusche ich mich oder haben Sie den Rot im Auge? Wir müssen uns alle Videobänder anschauen. Ich will alle Aufnahmen sehen, auf denen Linda zu sehen ist. Kein Problem, kannst du haben. Bin gerade mit meiner elektronischen Datei fertig. Ich habe den ganzen Kram für den Computer aufgearbeitet. Was willst du sehen? Arnold Linder mit Claudia Tancredi? Arnold Linder mit Alfred Bittmann? Oder Arnold Linder mit diversen Unbekannten? Mit einem Unbekannten. Circa 40 Jahre, 1,80 groß, blond, schlanke Statur. Also so genau habe ich mir die diversen Unbekannten noch nicht ansehen können. Ach du liebe Bisse, müssen wir uns ja doch alles angucken. So, das war's. Nein, das kann nicht sein. Hör zu, es gibt irgendwo eine Kassette. Da ist Linda drauf, vor der Klappe im Südpark mit noch zwei Typen. Südpark? Achso, der homosexuellen Treff. Ja. Da ist doch Linda nicht dabei. Doch, such es raus. Such es raus. Da. Da ist er. Max, mach mir ein Foto von dem Schweinskopf. Und, Fahndung? Sein Aufenthaltsort ist bekannt. Leichenschauers in Genua. Das Foto brauche ich für Linda. Der Überfall in Genua auf Bittmann, weißt du, wer das war? Das war Linda. Was, der? Der Laufbursche? Den sehe ich da auf all den Bändern immer nur Kaffee holen, Türen aufhalten, Rechnung bezahlen. Max, das ist genau wie in unserem Laden. Erst dackern sie hinter dir her, dann bären sie plötzlich unterm Tisch hervor an und ehe du dich versiehst, pinkeln sie dir ans Bein. Guten Tag. Setzen Sie sich doch bitte. Möchten Sie vielleicht eine Tasse Kaffee, Tee oder... Dieser Mann war bei dem Überfall auf Bittmann in Genua dabei. Kenne ich nicht. Nein? Woher haben Sie das? Von einem bekannten homosexuellen Treff hier in der Stadt. Liebe unter Männern ist in diesem Land nicht mehr strafbar. Gott sei Dank. Und im Übrigen ist das meine Privatangelegenheit. Mord ist keine Privatangelegenheit. Was für Mord? Der hier. Bei einer der beiden Motorradfahrer, die im Auftrag ihrer noblen Firma in Genua Frank Wohlfahrt ermordet haben. Können Sie das beweisen? Noch nicht. Aber Ihr Freund hat auf Bittmann geschossen und daraus kann man leicht einen Mordauftrag ableiten. Wenn man das so leicht kann, warum tun Sie es dann aber, nicht? Ich weiß, Sie wollen hoch hinaus. Sie wollen an Bittmanns Stelle. An seinem Schreibtisch sitzen Sie ja schon, aber passen Sie auf, dass Ihnen nicht schwindelig wird. Hören Sie mir gut zu. Ich glaube, dass Bittmann gegen eine Kaution von den Italienern wieder freigelassen wird. Und dann sind Sie dran. Wenn ich den Mordauftrag auch nicht beweisen kann. Er braucht keine Beweise. Wollen Sie mir vielleicht Angst einjagen? Ich denke, das ist mir schon gelungen. Hören Sie, Linda. Ich will Bittmann. Sie haben die Beweise gegen ihn. Legen Sie sie auf den Tisch. Es ist Ihre einzige Chance. Ich hab nichts. Ich weiß nichts. Wenn ich etwas wüsste, würde ich es Ihnen sagen. Dass Jansen und Claudia... Geschäft. Wenn ich Ihnen weiterhelfen könnte, würde ich das wirklich gerne tun. Sie haben nicht mehr viel Zeit. Sie hat recht. Der Wittmann hat die Jansen umgebracht, das steht jetzt fest. Vor Gericht nützt das als Beweismittel allerdings gar nichts. Das müssen wir nicht erklären, Herr Kühn, das weiß ich selber. Kann mir mal jemand sagen, worum es geht? Die Kassette ist heute Morgen mit der Hauspost gekommen. Offensichtlich von Roth. Jansen ist abgehört worden. Ich hab mir schon sowas gedacht, Max. Was hat unser Herr Roth denn dazu gesagt? Ich habe noch nie mit ihm gesprochen, er ist nicht in seinem Büro. Er hat keinen Zettel, keine Meldung dabei. Nichts. Das ist der Beweis in letzter Sekunde. Wenn morgen früh der Bittmann angeflogen kommt, können wir den gleich überführen. Übrigens habe ich jetzt in dem Bungalow von Jansen Lokaltermin angesetzt. Wollen Sie mit? Ich möchte das nochmal in Ruhe anhören. Also, los, nochmal von vorne. Nochmal? Ja, nochmal. Los. Hau aber nicht wieder so doll zu. Ja. Hallo. Hallo, Faber. Grüß dich. Du bist Rat. Ja. Und jetzt geht Bittmann weg. 21, 22, 23. Jetzt kommt Bittmann wieder. Stopp, und Augenblick. Bleiben Sie unten, Herr Kühn, geht gleich weiter. Wir wissen genau, dass wir nicht sagen können, wie viel Zeit vergangen ist, bis der Akustomat sich wieder eingeschaltet hat. Die Zeit spielt überhaupt keine Rolle. Warum?
Ihr könnt das noch 100 Mal nachstellen, wenn ihr nicht richtig zuhört. Ja, ist doch ein Versuch. Hätte doch immerhin so sein können. War aber nicht so. Darf ich mal? Also gut. Der Anfang war okay. Das ist ganz klar Bittmann. Aber dann, nach der Unterbrechung, passen Sie auf. Die Schritte sind anders. Stimmt. Das Geräusch. Das Klicken. Habe ich mir auch schon gefragt. Was ist das? Doch nicht Claudia. Nein. Arnold Linder. Tatsächlich, der Linder hat auch so ein Ding. Ja, da müssen wir völlig umdenken. Da muss die Mordkommission her. Patrick, ich will den Linder gern selbst festnehmen. Das bin ich wohl falsch schuldig. Ja, wissen Sie, wo er ist? Nein, aber ich finde ihn. Und wenn ich die ganze Stadt umkrempeln muss. Wollen Sie Max noch? Nein. Otto, Sie krempeln das Haus hier um, ob wir eine Leiche finden. Ja, und wenn sie im Garten ist? Ja, dann krempeln Sie den Garten um. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie so spät noch belästige, aber Formalitäten dauern immer etwas länger. Das interessiert mich nicht besonders. Ich wollte Ihnen trotzdem meinen persönlichen Dank abstatten für das hervorragende Tonband. Hat uns sehr geholfen. Na gut, Sie haben gedankt. Auf Wiedersehen. Komm, kann ich was für Sie tun? Danke, ich möchte nicht. Sie bin nur hier, um Mord aufzuklären. Dauert nicht lange. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, bei dem Tonband, ja. Es ist von außergewöhnlicher Qualität, muss ich schon sagen. Man hört das kleinste Geräusch, als wenn man dabei gewesen wäre. Und warum verhaften Sie dann Bittmann nicht? Bittmann? Wieso Bittmann? Ich bin hier, um den Mörder zu verhaften. Dieses Armband, Linda, das hat sie verraten. Ich werde es als Beweisstück benötigen, aber nach 15 Jahren, wenn Sie wieder rauskommen, kriegen Sie es wieder, garantiert. Hauptkommissar Roth hat einen schweren Unfall. Was? Der Roth? Ist er verletzt? Nee. Der ist tot. Roth gegen Brückenpfeiler geprallt. Wie kann denn sowas passieren? Ja, das fragen sich die Kollegen von der Verkehrspolizei auch. Ist kein anderes Auto dran beteiligt? Keine Bremsspuren waren da? Das ist aber seltsam. Sieht ja beinahe wie Selbstmord aus. Andere Erklärung ist wohl nicht möglich. Der Maulwurf. Ich hatte also recht. Der Boot. War der Maulwurf. Die direkte Verbindung zu Bittmann. Der Roth hat sich umgebracht, bevor der Bittmann auspacken und ihn aufliegen lassen konnte. Feige für sein mieses Verhalten gerade zu stehen, dieser feige Drecksau! Kleiner Mann, ganz groß, was? Sie hätten Scharfrichter werden sollen, Herr Kühn. Und das ist doch das Allerletzte, seine Kollegen zu verkaufen. Das ist nicht das Letzte. Der Tod, das ist noch eine ganze Strecke dahinter. Was wollen Sie denn schon wieder? Sie können mich nicht verhaften. Ich bin nicht freiwillig hier. Ich muss Sie warnen. Claudia Tancredi will Sie umbringen. Claudia will mich um. Das glauben Sie doch selber nicht. Ja. Sie ist der festen Überzeugung, dass Sie Jansen beseitigt haben. Und Sie? Was glauben Sie? Dieses Tonband ist uns zugespielt worden. Ayon, ich habe dich doch immer wie meinen eigenen Sohn behandelt. Was ist das? Ja, ich war's. Aber ich habe es nicht gewollt. Es war ein Unglücksfall. Ich wollte nur eine Lektion erteilen. Jetzt geht dem großen Waffenhändler Bittmann der Arsch auf Grund Eis. Also zum Präsidium? Leider nein. Nach Ihnen war noch jemand in der Wohnung. Linda. Er hat ihn umgebracht. Was denn dieses... dieses schwitzende Häuschen Elend? Haben Sie ihn schon verhaftet? Ja. Also bei Ihrer Intelligenz, Faber, gehören Sie eigentlich auf meine Gehaltsliste. Junge, dynamische Leute kann ich immer brauchen. Sehen Sie, ich bin ein etwas altmodischer Bulle. Ich will immer wieder den Satz aus den Angeln heben, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Philosoph sind Sie auch. Tut mir leid, ich muss zu einer wichtigen Sitzung ins Verteidigungsministerium. Darf ich Sie bitten? Wie Sie wollen, ich habe Sie gewarnt. Ich pass schon selber auf mich auf. Eine Rechnung zwischen uns ist noch offen, Bittmann. Sie haben meinen Freund Wolfhard umgebracht. Und dafür kriege ich Sie, und wenn das 100 Jahre dauert. Kommen Sie zu mir, ich brauche einen neuen Leibwächter. Ich zahle das Doppelte von Ihrem miesen Polizeigehalt. ZB9, bitte kommen. Du hattest recht mit der Müllkippe, wir haben Jansen gefunden. So, naja. Hier lebt Gott sei Dank alles.